Am letzten Freitag hat sich auf der Nardoster Straße in Oldenburg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall direkt keiner verletzt. Ein Teil des Polizeieinsatzes rund um den schweren Unfall ist in einem Video festgehalten worden. Es wurde unserer Redaktion über soziale Netzwerke zugespielt. Wer es aufgenommen hat, ist nicht bekannt. Das Video zeigt die Festnahme eines Mannes, der die Polizisten angegriffen hatte, während diese die Straße absperrten. Lediglich das Ende dieser Auseinandersetzung ist im besagten Handyvideo zu sehen. Es zeigt, wie vier Beamte versuchen, den schon am Boden liegenden und sich weiter wehrenden Mann unter Kontrolle zu bekommen. Einer der Polizisten schlägt ihm dann mit der Faust gegen den Kopf. Es folgt ein weiterer Hieb eines anderen Beamten, allerdings auf den Arm, der ihn festhält. Erst kurz danach ist die Situation unter Kontrolle. Die Polizei bestätigt grundsätzlich, dass das Video die besagte Festnahme vom Freitag zeigt. Sie äußert sich wie folgt. Die Polizei kann im Rahmen ihrer Aufgaben unmittelbaren Zwang in Form von körperlicher Gewalt anwenden. Um einen Widerstand zu brechen und/oder einen Angriff gegen Beamte abzuwehren, kann der gezielte Faustschlag gegen einen Menschen oder auch der Einsatz von Pfefferspray geeignetes und legitimes Mittel sein. Kim Müller ist Rechtsanwalt, Strafverteidiger und Fachanwalt für Strafrecht in Oldenburg. Er bewertet die Situation im Video. Der linke Polizist setzt in dem Moment, wo beide Schultern den Boden berühren, setzt er einen Faustschlag ins Gesicht. Und diesen Faustschlag halte ich für absolut nicht mehr gerechtfertigt. Der war nicht mehr erforderlich, um den Widerstand der festzunehmenden Person zu brechen. Und ist wahrscheinlich im Eifer des Gefechts passiert. Danach setzt der zweite Polizist, der auf der anderen Seite am Oberkörper hantiert hat, einen weiteren Schlag. Der scheint aber gegen die Arme zu gehen. Das dürfte sich noch gerade im Bereich des Erlaubten befunden zu haben, nämlich quasi den Widerstand zu brechen. Laut Kim Müller könnte auf dem Polizeibeamten, von dem der Schlag nach Meinung des Rechtsanwaltes nicht gerechtfertigt war, eine Strafe zukommen. Grundsätzlich steht eine Körperverletzung im Amt in Frage. Das heißt, wenn Polizisten eine Körperverletzung begehen, dann ist es eine Körperverletzung im Amt. Der Strafrahmen, der geht von 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Hier befinden wir uns sicherlich am untersten Ende. Das heißt eher Richtung 3 bis höchstens 6 Monate, aber wahrscheinlich sogar eher Richtung 3 Monate, die auch nur der linke Polizist zu erwarten hätte. Seitens der Polizei wird hier nun eine Prüfung erfolgen. Wir haben das Ihnen vorliegende Video bereits am Montag routinemäßig zur weiteren Begutachtung der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorgelegt. Eine Prüfung, ob hier gegebenenfalls ein Fehlverhalten der eingesetzten Beamten vorliegt, wird dort erfolgen. Bevor hierzu kein Ergebnis vorliegt, wird die Polizei in diesem Zusammenhang keine weiteren Auskünfte geben.